Jetzt kommen wir aber zu einem ganz anderen Thema. Der Berufsbildungsbericht 2023 ist jetzt hier auf der Tagesordnung. Und die Zahlen dieses Berichts sind doch sehr alarmierend, denn die Zahl der jungen Ungelernten unter 35 ist mittlerweile bei 2,64 Millionen. Wie man dagegen ansteuern kann, wird nun als erstes Jens Brandenburg von der FDP sagen, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Über Wärmepumpen und viele andere Geräte diskutiert. Zur Wahrheit gehört aber auch, diese Wärmewende, die wird uns natürlich nur gelingen, wenn es mehr qualifizierte Fachkräfte gibt, die all diese Geräte eben installieren. Und da wir ja heute auch Schülerinnen und Schüler hier im Raum haben, sich ja auch zugeschaltet, an all diejenigen, die vielleicht noch überlegen, wie denn ihr Beitrag konkret aussehen könnte zum Gelingen dieser Wärmewende. Und wenn Sie auch der Überzeugung kommen wie ich, dass die Lösung nicht allein in Klebstoff und Asphalt liegt, dann möchte ich Sie herzlich einladen, sich beispielsweise mal den Ausbildungsberuf zur Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik anzuschauen. Ein langer Name, aber eine tolle Sache, ein sehr anspruchsvoller, abwechslungsreicher Beruf. Und das sind die wahren Klimahelden unseres Landes. Und der Berufsbildungsbericht, den wir als Bundesregierung vorstellen, wie jedes Jahr, der zeigt ein Bild. Positive Nachricht erstmal, dass der starke Abwärtstrend in den Ausbildungsverträgen der letzten Jahre glücklicherweise gestoppt ist. Zur negativen Nachricht gehört aber auch dazu, die wahre Trendwende ist mit diesem leichten Anstieg an sich noch nicht gelungen. Ganz im Gegenteil, wir erleben zwar eine deutliche Zunahme nochmal der angebotenen Ausbildungsplätze insgesamt, insbesondere im Handwerk, aber leider weiter einen Rückgang der Ausbildungsnachfrage. Und auch regional übrigens sehr, sehr starke Unterschiede. Das sieht hier in Berlin-Mitte durchaus nochmal anders aus als auf der Schwäbischen Alb. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass es über 2,6 Millionen junge Erwachsene gibt, die eben ganz ohne Bildungsabschluss, ohne beruflichen Ausbildungsabschluss und auch ohne akademischen Abschluss ins Berufsleben starten. Da gehört zur Wahrheit dazu. Da sind natürlich viele Geflüchtete beispielsweise aus der Ukraine bei uns. Das nützt aber nichts, macht es nicht besser, denn am Ende ist jede nicht stattgefundene Ausbildung eine verpasste Chance für die persönliche Weiterentwicklung, aber auch für die Stabilität, Wachstum und Wohlstand unserer Volkswirtschaft insgesamt. Und deshalb wollen wir das ändern. Das tun wir als Bundesregierung, beispielsweise seitens des Bundesministeriums für Bildung und Forschung mit der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung, die wir im Dezember letzten Jahres gestartet haben. Und da sind etliche Maßnahmen schon umgesetzt. Wir wollen die berufliche Bildung individuell stärken, mit einer stärkeren Berufsorientierung, die inzwischen erstmals das Berufsorientierungsprogramm unseres Hauses auch für Schüler und Schülerinnen an Gymnasien geöffnet ist. Wir arbeiten derzeit an einer Vorbereitung, einer Reform, einer Verbesserung des Aufstiegs-BAföG. Erste Verbesserungen haben wir im letzten Jahr mit der BAföG-Novelle ja bereits umgesetzt. Auch das Thema Begabtenförderung in der beruflichen Bildung, die Anzahl der Stipendien wurden Anfang dieses Jahres deutlich erhöht. Auch die Innovationen stärken wir. Innovet Plus als Innovationswettbewerb für die berufliche Bildung. Die Förderrichtlinie ist seit wenigen Wochen veröffentlicht. Wir stärken auch das Ausbilderpersonal, das Prüfungspersonal und wollen auch das Berufsbildungsgesetz in die digitale Welt bringen. Wir machen die berufliche Bildung internationaler. Auch das wichtig, sowohl für Fachkräfte, die zu uns kommen, als auch diejenigen, die hier eine Ausbildung machen und gerne ins Ausland schauen wollen. Die berufliche Bildung gehört zur Exzellenz dazu, denn die Exzellenz, die gibt es nicht nur an den Hochschulen, sondern auch in der beruflichen Bildung. Und deshalb bin ich froh, dass wir das gemeinsam als Koalition auf den Weg bringen. Und als Koalition arbeiten wir übrigens auch zwischen den Ressorts an der beruflichen Bildung eng zusammen. Nur als Beispiele, gemeinsam mit dem BMRS bei Fragen der Einstiegsqualifizierung, einer auch sehr betriebsnah ausgestalteten Ausbildungsgarantie und der Frage, wie bringen wir insgesamt mehr junge Menschen zum Beispiel mit stärkerer Mobilitätsunterstützung erfolgreich in die Ausbildung. Mit dem Bundeswirtschaftsministerium zu Fragen, Initiative klischeefrei, eine Berufsorientierung unabhängig von Geschlechterrollen, aber ganz aktuell, jetzt gerade ist auch die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger zur Unterzeichnung mit dabei, eine neue Phase der Allianz der Spitzenorganisationen für die Aus- und Weiterbildung. Wichtig, dass wir da mit Arbeitgebern und Gewerkschaften zusammenarbeiten. Und auch das Bundesbauministerium möchte ich erwähnen mit dem Programm Junges Wohnen. 500 Millionen Euro, die wir als Bundesregierung allein in diesem Jahr auch für Azubi-Wohnheime zur Verfügung stellen. Das ist wichtig. Wir stehen als Team zusammen und arbeiten für die berufliche Bildung. Und letzten Gedanken, den ich noch loswerden möchte.
Wir fangen auch nicht erst bei der Ausbildung an, sondern um mehr künftige Menschen, Schüler und Schülerinnen, erfolgreich in die Ausbildung zu bringen, müssen wir früher anfangen, insbesondere mit dem Startchancenprogramm und gerade an den Schulen, die die größten Benachteiligungen haben, die sozialen Benachteiligungen, die absoluten Vorzeigeschulen zu schaffen. Wir sind gerade mit den Ländern in intensiven Verhandlungen. Das Geld muss natürlich dahin, wo es am meisten gebraucht wird. Auch darauf können Sie sich freuen, da liegt einiges vor uns. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die gute Nachricht, ich habe es eben erwähnt, der Abwärtstrend ist gestoppt. Die nicht so gute Nachricht, wir haben noch viele Herausforderungen vor uns, also lassen Sie uns gemeinsam an der Stärkung der beruflichen Bildung arbeiten, mehr junge Menschen in die Aus- und Weiterbildung bringen. Denn gute Bildung, das ist die Zukunft, sowohl für jeden Einzelnen als auch für unser Land insgesamt. Vielen Dank. Jens Brandenburg sieht hier gute und nicht so gute Nachrichten. Das Bundesinstitut für Berufsbildung warnt allerdings vor einem massiven Fachkräfteproblem. Zweiter Redner nun Stefan Albani für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Berufsbildungsbericht 2023, ein wichtiges Thema, ohne Frage. Aber bevor ich dazu komme, muss ich dann doch, lieber Staatssekretär Brandenburg, lieber Jens, meiner Verwunderung etwas Ausdruck geben, dass die Ministerin, die für heute angesagt war, diesen Termin hier heute kurzfristig abgesagt hat. Ich finde dies ehrlich gesagt ein Unding. Seit Wochen lesen wir von den zentralen Projekten dieser Legislatur, sei es DATI, Sprint, Wissenschaftszeitvertragsgesetz, aus der Presse. Im Ausschuss diskutieren wir darüber nicht. Ein weiteres Unding. Und einige dieser Vorschläge werden dann, wenn sie offiziell verkündet werden, auch binnen einem Tag wie beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz gleich wieder kassiert. Das heißt, wir kommen nicht voran. Und heute dann Absage, noch nicht mal aus dem BMBF, sondern vom Plenardienst der FDP bekommen wir die Mitteilung, die Ministerin würde heute nicht hierher kommen. Obwohl sie angekündigt war, ihre Debatte ist das hier und es wäre noch mehr als sinnvoll gewesen, hierher zu kommen. Ihre Begründung ist noch schöner. Eine 39-Minuten-Debatte, sie ist bei Allianz für Aus- und Weiterbildung. Ich bin mir relativ sicher, ich kenne diese Kollegen, dass man es hätte so schieben können, dass sie hier wenigstens für 20 Minuten hätte erscheinen können. Ich finde das unmöglich. Und all dieses zusammen könnte ich jetzt auch gerne verpacken in eine Äußerung Missachtung des Parlaments. Das überlasse ich aber parlamentarischen Feinschmeckern. Mich ärgert das Bild, was auf diese Art und Weise in die Szene gesendet wird. Denn das, sowohl in die Richtung der Wissenschaft oder aber auch heute in Sachen Handwerk und IHK, ist ein desaströses, und das muss man an der Stelle auch einmal so benennen. Der Berufsbildungsbericht zeigt nämlich, dass Handlungsnotwendigkeiten mehr als notwendig vorhanden sind. Wir treten auf der Stelle, kann man das gleichbleiben auch nennen. Wir kommen nicht voran. Die Anzahl der Berufsanfänger bleibt gleich, nachdem sie aber in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen ist. Hier bedarf es zum Beispiel einer gezielten Berufsorientierung, wie wir sie vorgestellt haben. Mehr Geld allein reicht dort nicht. Hier braucht man auch neue Mittel und Methoden, wie wir sie zum Beispiel in der Enquete erarbeitet haben. Ehrlich gesagt, diesbezüglich Fehlanzeige. Ein Überangebot, dazu komme ich gleich noch zur Exzellenzinitiative. Ein Überangebot von 70.000 offenen Stellen, 70.000 offene Stellen, 70.000 Chancen, die nicht ergriffen werden können. Dagegen über 23.000 Bewerber, die unversorgt sind, das ist richtig. Das ist aber ein Passungsproblem von 3:1. Und die Ausbildungsgarantie ist mit Sicherheit eine der dümmsten Lösungen dafür. Das muss man ebenfalls an dieser Stelle mal deutlich machen. Eine Vertragslösungsquote, seit Jahren stagnierend bei nun 26,7%, unverändert hoch. Auch hier eine Aufwertung der beruflichen Bildung, zum Beispiel durch Verrechtlichung des DQR oder eine Berufsorientierung durchzuführen, wäre eine sinnvolle Maßnahme. Das findet aber leider nicht statt. So komme ich zum Schluss. Ja, Exzellenzinitiative. Exzellenzinitiative ist mal als Projekt gestartet, sollte etwas sein, was etwas bringt, endete am Ende als Dachmarke für ein Sammelsurium von Details, die weiterentwickelt werden. Das ist mehr, als man letzten Endes an dieser Stelle an Enttäuschung erwarten konnte.
Die überbetriebliche Ausbildungsstätten, die überbetrieblichen Ausbildungsstätten im letzten Haushalt, ähnlich wie die Berufsorientierung, zunächst gekürzt, wurde dann nach dem parlamentarischen Verfahren aufgewertet. Ich hoffe, dass das nicht nochmal auftritt. Bisher haben wir noch nicht einmal einen Entwurf für diese Tatsache, für diese Thematik. Die Grünen sprechen gegenüber der FDP von Arbeitsverweigerung. Kommen Sie bitte zum Schluss. Jo, komme ich. So, letzter Punkt ist, diese Art von Arbeitsverweigerung habe ich gestern sehr romantisch bei einer Anhörung umschrieben bekommen. Die Ministerin sei wahrscheinlich auf einem Sabbatical. Ich hoffe, sie beendet es bald. Wir brauchen ihre Arbeit. Herzlichen Dank. Stefan Albani war das hier zum Berufsbildungsbericht, der natürlich auch für viele junge Menschen interessant ist. Jessica Rosenthal leitet ja die Jugendorganisation der SPD, ist JUSO-Vorsitzende und MdB. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen und insbesondere lieber Herr Kollege Albani, ich glaube, wir wären an ganz anderen Zahlen schon angekommen, wenn wir unsere gemeinsame Energie nicht in Rumgepolter investieren würden, sondern in die jungen Menschen, die, glaube ich, die Aufmerksamkeit verdienen. Und ich möchte genau über diese jungen Menschen jetzt auch sprechen, denn ich will überhaupt nicht drum rumreden, die Trends, die wir im aktuellen Berufsbildungsbericht sehen und die sich auch fortgesetzt haben, wenn man das mal vergleicht mit dem letzten Jahr, die sind alarmierend und die besorgen mich. Ich glaube, die besorgen uns alle und sollten uns alle auch besorgen. Die Zahl der Anfängerinnen in der dualen Ausbildung ist leicht gestiegen, aber man muss auch sagen, dass die im schulischen Bereich gesunken sind. Und ein Trend, der mich ganz besonders besorgt, das ist die Frage, wie viele junge Menschen eigentlich ohne Berufsausbildung sind. Und 2,6 Millionen, das sagt sich so einfach, 2,6 Millionen. Aber was ist das für eine riesige Anzahl von jungen Menschen, die ohne Fundament, ohne Berufsausbildung in diesem Land sind? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns diesen Trends entgegenstellen. Und das tun wir als Ampel, anders als das jetzt gerade dargestellt wurde. Einerseits geht es um demografische Effekte. Und da machen wir jetzt ein sehr gutes Fachkräfteeinwanderungsgesetz, eines, was wir schon längst hätten haben sollen, liebe Union. Und wenn ich noch mal über die 2,6 Millionen Menschen spreche, und ich sage das noch mal, es sind 2,6 Millionen Zukunft, eine Zukunft von diesen 2,6 Millionen Menschen, die sie eben nicht in gesicherten Arbeitsverhältnissen haben, sondern immer wieder ganz besonders auch Arbeitslosigkeit ausgesetzt sind. Dafür schaffen wir die Ausbildungsplatzgarantie und das ist ein echter Meilenstein. Denn hier bekommen junge Menschen das Recht auf eine Berufsausbildung und gerade auch diejenigen, die es schwer haben, in Ausbildung zu kommen. Aber natürlich ist das nicht der einzige Trend, den wir sehen. Es geht auch darum, dass wir viele unbesetzte Ausbildungsstellen haben. Und das regional, mein Kollege hat es eben gerade schon gesagt, sehr unterschiedlich. Und auch hier haben wir Maßnahmen auf den Weg gebracht, die dagegen wirken sollen. Denn darum geht es. Es geht ja um Lösungen für das Problem. Wir wollen mit der Mobilitätsförderung, die wir jetzt auf den Weg bringen, dafür sorgen, dass junge Menschen eine Unterstützung haben, wenn sie woanders ihre Ausbildung starten, dass sie dann nach Hause fahren können. Wir wollen auch, und das wurde auch schon erwähnt, ich unterstreiche es nochmal, endlich mit dem Programm Jungen Wohnen auch Azubi-Wohnheime schaffen. Und ich möchte an alle appellieren, dass wir das auch wirklich vor Ort tun, vor Ort voranbringen. Wir brauchen Azubi-Wohnheime in unserem Land. Und wir wollen natürlich dafür sorgen, und darum geht es. Es geht darum, dass junge Menschen sagen, eine Ausbildung ist für mich die beste Option. Das wollen wir schaffen. Und dafür müssen wir natürlich auch die Berufsorientierung stärken. Ja, auch an Gymnasien, aber eben nicht nur. Auch das tun wir. Ich bin mir aber auch sicher, und da geht es dann wieder um die Frage, wie breit ist eigentlich das Commitment, dass wir die Schulterbreite noch viel stärker machen müssen damit, dass wir gleiche Standards in der Berufsorientierung machen. Es muss egal sein, an welcher Schule ein Kind ist. Es muss deutlich werden, dass sie immer die gleiche Berufsorientierung, die gleiche Qualität von Berufsorientierung erfahren. Davon sind wir viel zu weit entfernt. Es geht auch um die Steigerung von Attraktivität. Es geht um gute Bezahlung in der Ausbildung. Und das ist ein klarer Appell, nicht nur an die Politik, sondern auch an die Unternehmen. Wir müssen gute Löhne zahlen, auch für Menschen, die in Ausbildung sind. Wir brauchen eine gute Qualität, auch in der Schule. Und deshalb bleiben wir als SPD dabei, dass wir den Pakt für berufsbildende Schulen unbedingt brauchen, denn wir müssen die Berufsorientierung an den Schulen stärken, aber eben auch die an den berufsbildenden Schulen. Und ich sage auch deutlich,
die Möglichkeit, dass junge Menschen bezahlbar zu ihrer Arbeitsstätte kommen. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass wir auch für Azubis ein 29-Euro-Ticket brauchen. Das ist dringend notwendig. Und trotzdem dürfen wir den ländlichen Raum nicht vergessen. Es ist nötig, dass auch ein 16-Jähriger im ländlichen Raum dahin kommt, wo er hinkommen muss. Und dafür, glaube ich, brauchen wir noch viel breitere Lösungen. Ich denke, wir können uns gemeinsam diesen alarmierenden Trends entgegenstellen. Da ist noch viel zu tun. Wir haben viel auf den Weg gebracht. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir auf dieser Ebene konstruktiv für junge Menschen in diesem Land arbeiten würden. Dankeschön. Jessica Rosenthal war das für die SPD-Fraktion. Natürlich ist hier die Frage, wie man den Fachkräftemangel verhindern kann. Nächste Rednerin Nicole Höst, AfD-Fraktion. Sehr verehrten Damen und Herren, wir haben schon die üblichen Phrasen zum jährlichen Bildungsbericht, beruflichen Bildungsbericht gehört. Wir teilen Ihren Enthusiasmus für die berufliche Bildung. Dazu haben wir Initiativen vorgelegt. Deutschland braucht Meister, meine Damen und Herren. Adressieren wir aber nun den Elefanten im Raum, das kann und will ich Ihnen nicht ersparen. Die absolute Zahl Erwachsener zwischen 20 und 34 Jahren ohne formalen Berufsabschluss steigt seit dem Grenzöffnungsjahr 2015 kontinuierlich an. Nach Angaben des BIP anhand der Daten des Mikrozensus lag die Quote der 20- bis 34-Jährigen ohne formalen Berufsabschluss, also die Ungelerntenquote, im Jahr 2021 bei 17,8%. 2020 lag sie bei 15,5%. Die Ungelerntenquote für deutsche Staatsbürger ohne Migrationshintergrund betrug im Jahr 2021 10,6%. Die Quote bei Migranten mit eigener Migrationserfahrung lag bei 38,1%. Bei solchen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, betrug sie immerhin noch 19,9%. Das sind bedeutsame Unterschiede, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deutliche Auffälligkeiten zeichnen sich auch hier ab. Je niedriger der allgemeine Schulabschluss der Auszubildenden, desto höher die Vertragslösungsquote. Unterschiede gab es auch hier hinsichtlich der Staatsangehörigkeiten von Abbrechern. Von ausländischen Auszubildenden wurden im Durchschnitt 35,3% der Verträge vorzeitig gelöst, von deutschen Staatsangehörigen 25,5%, wobei hier der Migrationshintergrund vielleicht vorsichtshalber gar nicht erst ausgewiesen ist. Das wiederum ist gar nicht wirklich überraschend. Ein Zitat des Direktors des Münchner Instituts für Bildungsökonomie, Professor Rüdiger Wössmann von 2015, in der Zeit erhält den Zusammenhang wie folgt. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidiums. In Syrien schaffen 65% der Schüler nicht den Sprung über das, was die OECD als Grundkompetenzen definiert. Das heißt, dass 2/3 der Schüler in Syrien nur sehr eingeschränkt lesen und schreiben können, dass sie nur einfachste Rechenaufgaben lösen können. Und das bedeutet, dass diese Schüler in Deutschland, selbst wenn sie Deutsch gelernt haben, kaum dem Unterrichtsgeschehen folgen können und spätere Arbeitslosigkeit die Folge sein wird. Et voilà, 2/3 der Bürgergeldbezieher in Deutschland haben heute einen Migrationshintergrund. Liebe Bürger, die Realitätsverweigerungsfraktionen hier in diesem Hohen Hause wollen das so. Wie PISA und andere Studien zeigen, betrifft dies allerdings nicht nur Syrer. Werte Kollegen, nehmen Sie endlich zur Kenntnis, dass sich die zuwandernden Rohdiamanten allzu oft mit dem Förderbereich Lernen selbst nach dem Genuss des deutschen Bildungssystems als etwas völlig anderes erweisen, als Sie hier anpreisen, nämlich als Mühlsteine um den Hals unserer ehemaligen Leistungsgesellschaft und Hochkultur. Diese Menschen werden unsere Rente nicht zahlen, meine Damen und Herren. Wir können einen Großteil nicht bilden oder ausbilden. Die Digitalisierung eliminiert zusätzlich viele unkomplizierte Arbeiten im Niedriglohnsektor. Und was sollen diese Menschen denn dann hier arbeiten, selbst wenn sie das wollen? Bitte erklären Sie das dem deutschen Steuerzahler. Und worin liegt denn die Motivation für junge Leute im Sinne der Generationengerechtigkeit, eine Ausbildung überhaupt erst zu beginnen, geschweige denn abzuschließen und lebenslänglich zu arbeiten? Zukunftsängste, Weltuntergangsstimmung, welthöchste Steuern und Abgabenzahlen, drohende Enteignung von Familienimmobilien, Wohlstandsvernichtung, Arbeiten bis 67. All dies sind keine Anreize für junge Menschen, für sich selbst, unsere Gesellschaft und für den Rest der Welt Leistung zu erbringen. Meine Damen und Herren,
Das christliche Pfingstfest steht bevor. Der Geist Gottes möge Sie erreichen und Ihnen Erkenntnis bringen. Vielen Dank. Als nächstes erhält das Wort Dr. Anja Reinalter für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, wir reden heute über den Berufsbildungsbericht 2023. Und ja, ich könnte jetzt versuchen, diesen Bericht schön zu reden. Aber ganz ehrlich, es gibt wirklich wenig Grund zur Freude. Denn im Berufsbildungsbericht 2023 werden ernste Probleme beschrieben, die wir gar nicht von heute auf morgen lösen können. Und wissen Sie was? Darum spreche ich jetzt über den Berufsbildungsbericht 2030. Neugierig? Sie möchten wissen, was wir 2030 alles erreicht haben? Nun, 2023, das haben wir jetzt gehört, hatten wir noch 70.000 unbesetzte Ausbildungsstellen. Fast 23.000 junge Leute, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Und fast jede vierte Person hat das Ausbildungsverhältnis wieder aufgelöst. Und 2030 haben wir es endlich geschafft, das passende Matching zwischen Angebot und Nachfrage hinzubekommen. Und wie haben wir das geschafft? Mithilfe von KI wurde das Matching deutlich verbessert. Das war schon mal ganz hilfreich, aber noch lang nicht alles. Viel, viel wichtiger war unsere Berufsorientierungsoffensive. Wir haben die Eltern viel stärker eingebunden, denn Berufsorientierung funktioniert nicht ohne Eltern. Wir haben schon in der Kita mit Berufsorientierung angefangen, denn die Leidenschaft und das Interesse für einen Beruf beginnt genau dann im frühen Kindesalter, wenn Kinder sagen, ich will Feuerwehrmann werden, ich will Polizistin werden. Und wir haben viel mehr Praxis in die Schule gebracht, denn ein einwöchiges Praktikum in der Mittelstufe reicht einfach nicht aus, um eine reale Vorstellung von einem Beruf zu bekommen. Ja, und 2023 war auch immer noch die Frage nach der Gleichwertigkeit von der akademischen und beruflichen Bildung in aller Munde. Und 2030 ist die Gleichwertigkeit endlich in den Köpfen angekommen. Wie haben wir das geschafft? Wir haben den DQR verrechtlicht und dafür gesorgt, dass endlich eine echte Vergleichbarkeit von Ausbildung und Studium gegeben ist. Ja, und, sehr geehrte Damen und Herren, 2023 hatten wir wirklich Sorge. Wir hatten wirklich Sorge, denn 2,6 Millionen junge Menschen hatten keinen Berufsabschluss. Und ich freue mich sehr, dass wir 2030 diese Zahl signifikant reduzieren konnten. Und wie haben wir das geschafft? Wir haben mit der Ausbildungsgarantie, mit einem zeitgemäßen Aufstiegs-BAföG, mit dem Ausbau von Jugendberufsagenturen und einem systematischen Übergangsmanagement. Und wissen Sie was? Das haben wir alle wirklich nur gemeinsam geschafft. Und wir werden es auch in Zukunft nur alle gemeinsam schaffen. Deswegen packen wir es an. Vielen Dank. Anja Reinalter war das mit hier doch einem positiven Bericht angesichts dieser Problematik, die hier doch schon häufiger debattiert wurde. Nicole Gohlke nun für die Linksfraktion. Ich finde, den Berufsbildungsbericht zu diskutieren gehört oft eher zu den unangenehmen Debatten im Bundestag, einfach weil sich hier so gar nichts tut und jedes Mal aufs Neue wieder größtenteils deprimierende Zahlen vorgetragen werden. Und ich denke mir dann immer, wie muss sich das eigentlich erst für die jungen Menschen anfühlen, die es wirklich betrifft, die am Beginn eines Ausbildungsjahres mit leeren Händen ohne Ausbildungsplatz dastehen. Das betrifft gerade mehr als 22.500 junge Menschen. Oder wie muss es sich für die anfühlen, die jahrelang in irgendwelchen Übergangssystemen feststecken anstelle einer echten Ausbildung? Das betrifft 239.000 junge Menschen. Oder für die, die schon lange ohne jede Berufsausbildung und berufliche Perspektive sind, das sind, wie wir schon gehört haben, über 2,6 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 35 Jahren. 2,6 Millionen. Kolleginnen und Kollegen, ich finde diesen Zustand absolut beschämend und es ist nicht hinnehmbar, dass die Politik Jahr für Jahr keine Antwort auf diese Zukunftsfragen findet. Und
Ich finde es dann auch irgendwie bizarr, wenn in diesem Berufsbildungsbericht auf 25 Seiten mehr als 120 Maßnahmen der Bundesregierung aufgeführt sind, ohne dass daraus irgendwelche Schlüsse gezogen werden. Ich meine, viele dieser Programme laufen seit Jahren, aber die meisten laufen ja, ohne die Situation spürbar zu verbessern, denn die Zahlen werden ja Jahr für Jahr schlechter. Ich finde, die Ampelregierung muss die Programme endlich mal auf ihre Wirksamkeit hin überprüfen, anstatt sie einfach nur aufzulisten und sich an der Zahl zu berauschen. Das wäre jetzt mal die angemessene Reaktion. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum nicht auch die Bundesregierung endlich mal auf die Idee kommt, das Instrument der assistierten Ausbildung zum Beispiel flächendeckend auszubauen. Da steht den Auszubildenden und den Betrieben ein Ausbildungsbegleiter oder eine Begleiterin als feste Ansprechperson zur Seite für Fragen der bürokratischen Abwicklung, aber auch wenn Probleme in der Ausbildung oder in der Schule auftreten. Das hat sich doch bewährt. Warum gibt es das nicht flächendeckend, sondern nach wie vor nur stückweise? Und ich sage Ihnen, wirklich wirksam wäre vor allem auch eine Maßnahme, der sich die Bundesregierung bisher leider systematisch verweigert, nämlich dafür zu sorgen, dass endlich mehr betriebliche Ausbildungsplätze entstehen. Und auch wenn das jetzt die Konservativen und auch die FDP nicht so gerne hören wollen, ich sage Ihnen, ich glaube, da kommt man um eine solidarische Umlagefinanzierung nicht drumherum. Man kann sich vor dieser Frage nicht weiter drücken. Die Unternehmen und Betriebe, die ausbilden, die gehören entlastet, aber diejenigen, die es nicht tun und sich weigern, die gehören zur Kasse gebeten. Das muss endlich mal passieren, denn der Markt, der regelt es eben nicht von alleine. Es braucht hier mal einen Funken an solidarischem Denken. Das ist doch wirklich offensichtlich. Kurz und gut, drehen Sie endlich mal die großen Räder, bevor Sie in einem Meer an wirkungslosen Einzelmaßnahmen versinken. Vielen Dank. Nächster Redner ist Oliver Kaczmarek für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, tatsächlich, es geht darum, berufliche Bildung nicht wie so oft in manchen Debatten hier nur zu beschwören, sondern die ja sich anbahnenden Strukturprobleme, gerade wenn man mit langem Blick auf den Berufsbildungsbericht guckt, in den Griff zu bekommen. Denn Herr Albani, das ist schon mutig, sich nach den Jahren hier in die Bütt zu stellen und so eine Rede zu halten, denn viele Probleme sind einfach auch lange ausgesessen worden. Und diese Strukturprobleme müssen wir in den Griff bekommen. Denn es sind teilweise bedenkliche Befunde. Wir haben viel zu viele unbesetzte Ausbildungsplätze. Wir haben eine sinkende Nachfrage nach Ausbildungsplätzen, kombiniert damit, dass wir eine weiterhin sinkende Zahl von Schulabgängerinnen und Schulabgängern haben, mindestens noch bis 2026. Und wir stellen fest, dass der Ausbildungsmarkt seit Corona sich nicht erholt hat. Wir haben heute etwa 34.000 Ausbildungsplätze weniger als vor Beginn der Corona-Pandemie. Und wir erinnern uns, nach der Finanzmarktkrise war es ganz ähnlich. Da ist das Niveau abgesackt und das hat sich nie wieder erholt. Der Ausbildungsmarkt ist nie wieder auf das alte Niveau zurückgekommen. Und das sind Strukturprobleme und das führt mich dazu, dass wir insbesondere drei Strategien, glaube ich, verfolgen müssen, die wir ganz konkret auch hinterlegen und der Staatssekretär hat das gerade ausgeführt, die wir auch teilweise mit unseren Maßnahmen der Ampelkoalition schon hinterlegt haben. Wir müssen nämlich erstens dafür sorgen, dass der Ausbildungsmarkt resilient bleibt, dass wir ein anhaltend hohes Angebot an Ausbildungsplätzen bekommen, am liebsten natürlich betriebliche Ausbildungsplätze, dass wir den Ausbildungsmarkt resilient gegen Krisen machen, dass wir Unternehmen motivieren und dass wir auch dort, wo es notwendig ist in den Regionen, außerbetrieblich ausbilden. Und das ist ein wesentlicher Fortschritt, den die Ausbildungsgarantie uns bringt, dass wir eben dort, wo das Angebot nicht ausreicht, auch außerbetrieblich ausbilden werden. Zweite Strategie. Wir müssen alle Potenziale für Ausbildung heben. Und es ist ja richtig, wenn es einen Trend zu höherer Schulbildung gibt, dass wir auch die Berufsorientierung an Gymnasien verstärken, für Abiturientinnen und Abiturienten verstärken und dafür sorgen, dass sich von denen auch mehr für eine berufliche Ausbildung interessieren. Und die Exzellenzinitiative ist da ein richtiger und wichtiger Baustein. Aber wir dürfen eben auch nicht übersehen, was hier schon gesagt worden ist. 2,6 Millionen junge Erwachsene ohne Berufsabschluss, 240.000 Jugendliche, die im letzten Jahr nicht in die Ausbildung gestartet sind, sondern im Übergangssystem gelandet sind, die dort Zeit verbringen. Und wir müssen endlich mit unseren Reden darüber auch zum Ausdruck bringen, das sind Potenziale, das sind keine Probleme, sondern das sind Potenziale für den Ausbildungsmarkt. Die wollen wir heben und niemanden dabei aus dem Blick verlieren. Und zum Dritten, wir müssen dafür sorgen, dass Jugendliche und Auszubildende
Jugendliche und Ausbildungsplätze besser zueinander finden. Das Matching-Thema ist ja in vielen Berufsbildungsberichten tatsächlich angesprochen worden. Ich glaube nur, dass das zahlenmäßige Ausmaß der unbesetzten Stellen und unversorgten Bewerber auf der anderen Seite mittlerweile dazu führt, dass wir eine richtig regelrechte Matching-Offensive brauchen, damit eben mehr Jugendliche und Ausbildungsplätze zueinander finden. Das heißt konkret, frühere Berufsorientierung. Hubertus Heil hat in dieser Woche vorgeschlagen, ab der 5. Klasse, richtig so, mehr Mobilität, Auszubilden und Wohnen ausbauen. Das Programm Junges Wohnen von der Bauministerin Clara Geiwitz ist angesprochen worden, richtig so. Wir müssen die Eltern mitnehmen. Wir müssen die Eltern mitnehmen, das ist richtig, denn am Küchentisch wird auch darüber diskutiert, was denn die beste Zukunftsentscheidung von jungen Menschen ist. Und deswegen brauchen wir sie auch und müssen wir sie motivieren für Ausbildung in Zukunftsberufen. Und ja, wir müssen auch in den Regionen, in denen es besondere Bedarfe gibt, die Regionen und die Sozialpartner ertüchtigen, ihnen Instrumente an die Seite zu stellen, das Matching in der Region zu verbessern. Und Einstiegsqualifizierung ist hier angesprochen worden. Die assistierte Ausbildung, die noch viel besser abgerufen werden muss, weil nämlich das zur Verfügung stehende Angebot gar nicht angenommen wird. Das sind Instrumente aus dem Werkzeugkasten der Ausbildungsgarantie, die dafür sorgen, dass wir vor Ort das Matching verbessern. Und deswegen, ja, Wertschätzung für berufliche Bildung, gerne, müssen wir immer zum Ausdruck bringen. Wohlstand, Transformation, Innovation, alles nicht ohne gut ausgebildete Fachkräfte. Aber es geht eben nicht nur um warme Worte. Es geht darum, dass berufliche Bildung uns auch was wert sein muss, damit Jugendliche und ihre Eltern sich eben überzeugt und zuversichtlich für eine betriebliche Ausbildung entscheiden können und damit Betriebe und Auszubildende besser zueinander finden. Vielen Dank. Oliver Kaczmarek hier mit seinen Vorstellungen, wie die Ausbildung gestärkt werden kann und es mehr Auszubildende wieder gibt, die auch einen Ausbildungsplatz finden. Ja, Katrin Staffler nun für die CDU-CSU. Für eine Erkenntnis hätten wir heute vermutlich gar keinen Berufsbildungsbericht 2023 gebraucht, nämlich die Erkenntnis, dass die duale Ausbildung unter Druck geraten ist. Und zwar nicht erst seit der Corona-Pandemie, sondern seitdem aber noch sehr viel stärker. Wenn man jetzt aber zu dieser Erkenntnis gelangt, dann muss man ja folgerichtig auch Maßnahmen ergreifen, um dem entgegenzutreten. Und wenn man sich jetzt das Handeln anschaut, das die Bundesregierung an den Tag legt, also ich sage es ganz ehrlich, ich erkenne da weder Enthusiasmus noch Motivation, überhaupt irgendwas für die berufliche Bildung zu tun. Die Abwesenheit der Ministerin spricht da ja auch ihre eigene Sprache. Dabei liegen aus meiner Sicht die Handlungsoptionen ja ganz offen auf der Hand. Und ich beschränke mich auf ein paar wenige Beispiele, auch aufgrund der Kürze der Redezeit, die dafür aber ganz konkret abschreiben, an der Stelle sehr gerne gesehen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel. Erstes Beispiel, die Förderung der Bildungszentren im Handwerk. Da wird ja bekanntlich die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung durchgeführt und das auch noch sehr erfolgreich, wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass Innovationen im Handwerk ja häufig genau über den Weg auch in die Betriebe gelangen. Das Konzept muss aus unserer Sicht also gestärkt werden, deutlich gestärkt werden, wenn wir die Ausbildung im Handwerk innovativer und attraktiver machen wollen. Aktuell hören wir aus dem BMBF aber, dass nicht sichergestellt ist, dass die Mittel für die Förderung in dem Jahr überhaupt ausreichen werden. Und die mittelfristige Finanzplanung wird auch eher als negativ eingeschätzt. Da wird es zwar wohl eine Änderung der bisherigen Förderpolitik geben, und zwar ist es diskutiert unter dem Begriff der Exzellenzinitiative, dass dann aber nur noch einige wenige Leuchtturmzentren eine Förderung erhalten, ist aus unserer Sicht kontraproduktiv. Wir brauchen dringend auch in Zukunft die Bildungszentren in der Fläche, weil die Handwerksbetriebe überall in Deutschland sind, und zwar auch im und gerade im ländlichen Raum, und da sollen sie auch bleiben aus unserer Sicht. Zweites Beispiel, laut Koalitionsvertrag soll das AfBG ausgebaut werden. Umsetzung, auch da Fehlanzeige. Dabei müssen wir doch gerade jetzt angesichts der Zahlen, die wir heute gesehen haben, jede Chance ergreifen, um eine gleichwertige Förderung von Studenten und Fortbildungsteilnehmern herzustellen. Bei den Meisterprüfen war in den letzten 10 Jahren pro Jahr ein Rückgang von 1,6% zu verzeichnen. 2020 haben in den Handwerksbetrieben 5.600 Meister gefehlt, wenn man alle offenen Stellen hätte besetzen wollen. Und statt Anreize zu schaffen, müssen angehende Handwerksmeister immer noch 25% der Fortbildungskosten selber tragen, ganz anders als das im Studium der Fall ist. Auch da braucht man dringend Handlung.
Beispiele und Maßnahmen, wie wir die Berufsbildung wieder attraktiver machen können, gibt es viele. Die Lage ist ernst, die Lage ist dringend und deswegen wiederhole ich zum Schluss gerne mein Angebot aus der letzten Woche. Unser Herz schlägt für die berufliche Bildung. Und wir sind bereit, kommen Sie bitte zum Schluss. Und wir sind bereit, dass wir die Aufgaben, die großen Aufgaben, die vor uns liegen, gemeinsam mit Ihnen und konstruktiv anpacken. Dankeschön. Soweit das Angebot von Katrin Staffler. Natürlich war das Thema Ausbildung auch schon in der vorherigen Legislatur hier immer wieder Thema im Bundestag. Kai Gehring wird nun sprechen. Er ist der Vorsitzende des Bildungsausschusses. Liebe Kolleginnen und Kollegen, laut Berufsbildungsbericht haben im Jahr 2022 475.100 junge Menschen einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen. 475.100 junge Menschen, die eine sehr gute Karriereentscheidung getroffen haben, die sich in den nächsten Jahren von Auszubildenden zu Fachkräften entwickeln werden und die unsere Wirtschaft klimagerecht und digital transformieren. Mit klugem Kopf und mit geschickten Händen. Und diese jungen Menschen bilden die wirtschaftliche Basis unseres Landes. Das gilt genauso für über 186.000 junge Menschen, die ihre Ausbildung im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen angefangen haben. Das sind unter anderem unsere zukünftigen Erzieherinnen und Erzieher und Pflegekräfte, die in den Care-Branchen den demografischen Wandel gestalten helfen. Und als Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik Folgenabschätzung wünschen wir allen Azubis auf ihrem Weg zum Abschluss viel Erfolg. Die Anzahl neuer Ausbildungsverträge ist leicht gestiegen, zugleich die Nachfrage nach Ausbildung bei jungen Menschen leicht gesunken. Wir brauchen aber alle angesichts der Fachkräftekrise. Wir brauchen dringend mehr Meister und mehr Master. Wir dürfen kein Potenzial zurücklassen. Gerade die 2,6 Millionen zwischen 20 und 34 Jahren, die keinen Berufsabschluss haben, brauchen Perspektiven. Das ist tatsächlich eine gemeinschaftliche Aufgabe. Eröffnen wir denen zweite und dritte Chancen auf Abschlüsse und auf Anschlüsse, bieten wir allen eine qualitativ hochwertige Ausbildung. Wir müssen gemeinschaftlich mit dem BMBF, mit den Tarifpartnern und Verbänden tatsächlich ran ans Mismatching. Beispiele sind genannt. Ich meine damit auch nicht zuletzt die über 140.000 Ausbildungsverträge, die vorzeitig aufgelöst wurden. Oftmals gerade wegen falscher Erwartungen an den zukünftigen Job. Und daher müssen wir Jugendliche in unseren Schulen das ganze Berufsspektrum kennenlernen lassen. Die Berufsorientierung im Land muss endlich besser werden. Nur wenn die Berufsorientierung verbessert wird, verbessert sich auch das Matching zwischen Jugendlichen und Betrieben. Und da sind Bund, Länder, da sind wir alle miteinander gefordert. Nur dann schaffen wir auch das, was unser gemeinsames Ziel sein sollte, nämlich mehr Wahlfreiheit und mehr Durchlässigkeit für junge Menschen. Das ist eine doppelte Aufgabe, mehr Arbeiterkindern den Weg auf den Campus zu ebnen und mehr Akademikerkinder für berufliche Ausbildung begeistern. Und auch das muss Berufsberatung und Berufsorientierung schaffen, gerade auch an Gymnasien. Studium und berufliche Bildung sind gleichwertig. Und die Koalition packt da an. Das ist die Exzellenzinitiative Berufliche Bildung. Und wir untermauern das auch mit dem Programm für junges Wohnen, was erstmals Azubis ausdrücklich mit einbezieht. Machen wir auf diesem Weg weiter, indem wir unter anderem das Aufstiegs-BAföG ausweiten, die Ausbildungsgarantie auslösen, mehr Azubis mittels Erasmus Plus einen Auslandsaufenthalt ermöglichen. Sie bitte zum Schluss. Und letzter Satz, eine gute Lösung für ein bundesweit vergünstigtes Azubi-Ticket finden. So machen wir die berufliche Ausbildung für alle attraktiver, damit nicht nur die berufliche Ausbildung, sondern die jungen Menschen eine Perspektive haben. Für die CDU-CSU-Fraktion erhält das Wort Daniela Ludwig. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerne hätte ich auch die Ministerin begrüßt. Sie ist anderweitig verpflichtet. Schade bei diesem Thema, das ihr ja angeblich so wichtig ist. Uns ist es jedenfalls im Parlament wichtig.
Und ich möchte direkt sagen, Herr Staatssekretär, Sie haben ja am Ende so fröhlich gesagt, der Abwärtstrend ist beendet. Also diesem Bericht entnehme ich nicht, dass der Abwärtstrend beendet ist. Vielleicht haben Sie einen anderen gelesen, aber ich denke, die Zahlen sind nach wie vor besorgniserregend. Der Ausbildungsmarkt hat das Vorkrisenniveau nach wie vor nicht erreicht. Die Zahl der sozusagen Ungelernten wird immer noch mehr. Es stehen sich immer tatsächlich noch mehr Plätze und immer weniger werdende Bewerber gegenüber. Das heißt in der Tat, lieber Herr Kollege, das Thema Matching und alles darüber hinaus ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um den wir uns kümmern müssen. Und ich schließe mich dem Angebot meiner geschätzten Kollegin Staffler an, dass wir hier wirklich gemeinsam gucken müssen, dass wir vorwärts kommen. Und deswegen möchte ich mich neben all den vielen wichtigen Themen, die schon angesprochen sind, gar nicht wiederholen, aber eines schon noch mal in aller Deutlichkeit herausgreifen. Das Thema Berufsorientierung ist schon etwas, das wir uns noch deutlich stärker anschauen müssen. Ich habe schon aus der Praxis heraus den deutlichen Eindruck, dass da zu viel generell und zu wenig individuell gemacht wird, zu wenig schulartenspezifisch gemacht wird, dass alles über einen Kamm geschoren wird und dass wir uns hier deutlich mehr Mühe geben müssen, insbesondere aufgrund der prekären Situation, in der die Betriebe sind, nämlich dass sie einfach zu wenig potenzielle Fachkräfte finden, dass wir uns da noch mal stärker auf dieses Thema stürzen müssen. Es gibt gab ein sehr, sehr gutes Programm, das BOP, Berufsorientierungsprogramm, nennt es sich. Es hat sich speziell an Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen gewendet, um ihnen die Möglichkeit zu geben, zunächst an Werkstatttagen Berufsfelder kennenzulernen, vorher ein Stück weit theoretisch zu erfahren, welche Angebote gibt es im Speziellen im Handwerk. Das Programm hat super funktioniert, hat auch davon gelebt, dass das Handwerk sich aktiv eingebracht hat und immer wieder nachgeschärft hat und gesagt hat, wo die Lücken sind. Es war kein rein theoretisches Berufsorientierungsprogramm, sondern eben sehr, sehr stark praktisch orientiert in den Bildungsberufszentren des Handwerks. Und da kommt es jetzt zu Einschnitten bei den Förderrichtlinien. Da kommt es dazu, dass man es insbesondere den Handwerkskammern vor Ort immer noch schwerer macht, an diesem Programm festzuhalten. Das halten wir für den ganz schweren Fehler. Und ich möchte Sie wirklich sehr, sehr herzlich bitten, insbesondere um den Fachkräftemangel im Handwerk nicht noch größer werden zu lassen. Hier nachzuschärfen, die Förderung wieder anders aufzustellen, dem Handwerk die Hand zu reichen und ganz klar zu sagen, wir brauchen dieses Berufsorientierungsprogramm flächendeckend, nicht nur in ausgewählten Bildungszentren. Wir brauchen es gemeinsam mit dem Handwerk. Wir brauchen es insbesondere nicht außerbetrieblich, sondern wir brauchen es mit den Betrieben. Da gilt es dringend nachzuschärfen. Dafür stehen wir gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Hier wieder ein Angebot aus der Unionsfraktion. Und damit kommen wir hier zur letzten Rednerin in dieser Debatte. Das ist Caroline Wagner für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, überall fehlen Arbeitskräfte und Azubis. Das höre ich oft, wenn ich in Betrieben in meinem Wahlkreis Regensburg unterwegs bin. Und nicht nur bei mir zu Hause höre ich das, auch in der Berichterstattung über den Ausbildungsmarkt ist zu lesen, dass viele tausende Ausbildungsplätze nicht besetzt werden können. Demgegenüber aber steht eine brutale Zahl, die wir heute schon öfter gehört haben. 2,6 Millionen. Das ist die Zahl der jungen Menschen zwischen 20 und 34 Jahren in Deutschland ohne Berufsabschluss. Das sind fast 18%. Zuletzt ist diese Zahl um 2,3 Prozentpunkte angestiegen. Es ist eine dramatische Zahl und die drohenden Folgen für diese jungen Menschen auf ihrem weiteren Lebensweg, etwa das Risiko für Langzeitarbeitslosigkeit, sind es ebenso. Zehntausende Jugendliche verlassen Jahr für Jahr die Schule, ohne einen Schulabschluss in der Tasche zu haben. Auch das ist eine Zahl, die wir als SPD nicht akzeptieren wollen, weil damit die Chancen auf einen guten Arbeitsplatz und damit auf ein selbstbestimmtes Leben rapide sinkt. Gerade hier in der Unterstützung beim Schulabschluss, beim Übergang in einen Ausbildungsberuf oder beim Auffangen, wenn eben der Schulabschluss nicht gelungen ist, fehlt es an strukturierter Betreuung und individuellen Förderkonzepten. Besonders grotesk finde ich, dass uns Jahr für Jahr zahlreiche Jugendliche einfach vom Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsmarktradar komplett verschwinden. Sie gehen raus aus der Schule, finden aber nirgendwo anders Eingang. Und dieser
Übergang muss besser gelingen, wenn wir es mit der Fachkräfteoffensive ernst meinen. Und das tun wir als SPD-Bundestagsfraktion. Deshalb bringen wir als Ampel auch die Ausbildungsplatzgarantie auf die Spur und geben damit jedem jungen Menschen in diesem Land das Versprechen, dass für ihn oder sie der Weg in eine berufliche Zukunft offen steht. Und das allein, sehr geehrte Herr Albani, ist schon so viel mehr, als in 16 Jahren Regierungsverantwortung der Union gemacht wurde. Ich möchte dem Bundesarbeitsminister an dieser Stelle danken. Wir erneuern nämlich damit unser Versprechen, das wir rund um die Energiekosten gegeben haben. Wir lassen niemanden im Stich. Eine ganz wichtige Botschaft, gerade auch für die vielen jungen Menschen in diesem Land. Und darüber hinaus gilt es, noch mehr zu tun. Eine bessere Zusammenarbeit zwischen Schulen und Arbeitsagenturen durch den Austausch von Daten etwa. Natürlich nur nach vorheriger Zustimmung der Betroffenen. Das würde aufsuchende, proaktive Angebote für diese Menschen ermöglichen. Eine möglichst individuelle Begleitung der Jugendlichen in der Schulabschlussphase, aber auch in der Ausbildung sind der Garant für ein erfolgreiches Bestehen. Die Ausbilderinnen und Ausbilder in den Betrieben benötigen dafür auch die entsprechende Zeit und dürfen nicht mit zu viel Aufgaben überlastet werden. Besonders dramatisch ist, dass die Zahl der ausbildenden Betriebe erneut gesunken ist. Und sie liegt nur noch bei 19,1%. In der Folge liegt die Ausbildungsverantwortung bei immer weniger Betrieben. Und auch wenn sie nicht Teil des Koalitionsvertrags geworden ist, bleibt damit für mich die Umlagefinanzierung in der Debatte um die Ausbildungsplatzgarantie nicht nur zeitgemäß, sondern unbedingt erforderlich, gemäß des altbekannten Mottos, wer nicht zahlt, wird umgelegt. Vielen herzlichen Dank. Und damit schließe ich die Aussprache und heiße Sie auch recht herzlich willkommen und guten Tag von meiner Seite, auch den Besucherinnen und Besuchern auf den Tribünen. Interfraktionell wird bei Top 4 die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19-6800 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. So, Yvonne Marquas hat jetzt hier die Sitzungsleitung übernommen zum Ende dieses Tagesordnungspunktes.